Ja, this is the kindergarten stages. Das ist nun die, das Zeitalter des Kindergartens. Afterward, 1600 years later. 1600 Jahre später. What is happening? Was hat sich in dieser Zeit ereignet? Human speech is spiritual. Spiritual environment is growing, actually. Das geistige Umfeld hat für die Menschheit sich geändert. Now coming to Jesus. Und jetzt kommt ein Mann wie Jesus. Now like a child coming a 17 year or 18 year old. Und die Entwicklung hat sich so vollzogen, dass die Menschen ungefähr das Alter eines 17-18-Jährigen erreicht haben. Sie sind keine Kinder mehr, sie sind aber auch nicht Erwachsene, sind Heranwachsende. Yes. So what was the teaching of Jesus? Was war das, worin bestand die Lehre von Jesus? You should do, you should be. Er hat gelehrt, ihr solltet das tun. You should be perfect as your father is perfect in heaven. Ihr solltet so perfekt sein, wie euer Vater im Himmel perfekt ist. So he was telling, nobody should force you. Er hat damit die Lehre verbreitet, ihr solltet niemanden zwingen. You should grow spiritually with your own willingly. Man sollte selber freiwillig sich dazu entscheiden, geistig zu wachsen. And to come to know the purpose of life. Damit man den Zweck und den Sinn des Lebens kennenlernt. How it strange looks when you take 18-year-old child and say, hold my finger, and when it's green, we're gonna cross the road. Wie fremdartig erscheint es dir, wenn du einen 18-Jährigen an die Hand nimmst und sagst so, wenn die Ampel auf grün umschlägt, dann können wir die erste Straße überqueren. Now he's a, not a depending, he's a independent, because he's a 18. In einem Alter von 17, 18 Jahren ist man nicht mehr abhängig, sondern man wird unabhängig. Man trifft seine eigenen Entscheidungen. But if you are 20 or 25 year old person, aber wenn man 20 oder 25 Jahre alt ist, and you're still behaving like a kindergarten, und man sich dann immer noch verhält wie jemand, der im Kindergarten ist, then something went wrong, okay. Dann ist etwas komplett aus dem Ruder gelaufen. And that's exactly when something wrong in human being, okay. Und genau das ist mit dem Menschen passiert. They're living a modern technology. Sie leben heute in einer modernen, fortschrittlichen Welt. Externally. Äußerlich. But spiritually they are still in Adam, Noah and Abraham times. Okay. Aber geistig befinden sie sich immer noch auf dem Niveau von Abraham, Noahs oder den Propheten des Alten Testamentes. And this is the reason. Und das ist der Grund. If spirituality, what is spirituality? Was bedeutet hier geistig? Spirituality, when you grow, it gives you peace, happiness. Spiritualität gibt dir, wenn du darin wächst, Frieden, Zufriedenheit, Freiheit, Glückseligkeit. Mystic experiences. Es vermittelt dir mystische Erfahrungen. Endless love for you. Genauso wie endlose Liebe. Between you and God. Zwischen dir und deinem Schöpfer, zwischen dir und Gott. And we don't have this spirituality environment here. Aber wir haben dieses geistige Umfeld nicht hier auf Erden. So we have even modern technology and most comfort life, which even king and kaiser and princes could not have in old time. Wir haben heute so ein fortschrittliches, modernes Umfeld um uns herum, wovon Kaiser und Könige nicht zu träumen gewagt haben. Yes, we are living modern technology a comfort life actually. Diese moderne Technologie hat uns ein unglaublich komfortables Leben beschert. We sit in the plane. Wir sitzen im Flugzeug. And short time we can be where horses and donkey could not take us actually. Und in kurzer Zeit können wir Orte erreichen, mit denen wir hätten auf den Rücken der Pferde oder der Esel nie hingelangen können. Yes, but we are still unhappy. Und immer noch sind wir unglücklich. Material cannot make nobody happy. Und wir müssen erkennen, dass materieller Reichtum niemanden glücklich machen kann. And we have seen, wir haben das so oft gesehen, that the people have everything, but they have nothing actually. So oft haben wir gehört, Menschen, die unglaublich reich sind, sie haben alles und doch haben sie nichts. They are prince and princes externally, they are on earth actually. Wir haben reiche Menschen wie Prinzen oder Prinzessinnen auf der Erde. But they are getting divorced. Und trotzdem lassen sie sich scheiden. There is no love there, actually. Denn in ihrer Beziehung gibt es keine Liebe.
Love comes from the Quelle of God. Die Liebe entspringt der Quelle und das ist Gott. And love, the love of God gave you all this Quelle where you can have peace, happiness and endless love. Die Liebe Gottes ist sozusagen die Quelle, aus der Freiheit, Zufriedenheit, Glückseligkeit ihren Lauf nimmt, ihren Anfangspunkt nimmt. So, even modern technology will never make us happy. Und deswegen können wir sagen, dass egal wie fortschrittlich die Technologie sein wird, sie wird uns niemals innerlich glücklich machen und zufrieden. But it is a dangerous. Da liegt doch eine Gefahr drin. That we can destroy this our beautiful creation in our own hand with atomic power. Die Gefahr besteht darin, dass wir dieses Geschenk missbrauchen und unsere eigene Umwelt, unsere eigene zerstören. With atomic war. Zum Beispiel durch einen Atomkrieg. That means we are not qualified to have the most beautiful creation and the gift of God. Das zeigt aber gleichzeitig, dass wir nicht qualifiziert sind, dieses unglaubliche Geschenk von Gott zu erhalten, dass wir uns darum verantwortungsbewusst kümmern können. Yes. And this is the most beautiful gift by God, actually. Und dass eigentlich diese Welt das wunderbarste Geschenk von unserem Schöpfer an uns ist. We did not recognize the value, that how valuable this life is God gave us. Wir haben bis heute nicht erkannt, wie wertvoll dieses Leben ist, das unser Schöpfer uns schenkte. Let's say if we was born, but we was born as a blind. Lasst uns mal annehmen, wir wären blind geboren worden. How you feel? Wie fühlt ihr da, wenn ihr nichts sehen könnt? If you were born as a handicapped. Oder lasst uns annehmen, ihr wärt mit einer Behinderung zur Welt gekommen. There was no quality of life actually. Dann würde die Qualität des Lebens ganz anders sein. Es wäre nicht so komfortabel wie jetzt. God gave human being all these images, all this quality that God has. Gott hat den Menschen all die Qualitäten und all die Ideale mitgegeben, die er selber hat. God can hear, so he gave us this quality to hear. Gott selber kann hören und er gab uns die Fähigkeit, Geräusche wahrzunehmen. God can see. Gott so kann sehen his gift. Und er schenkte uns die Gabe, dass wir Augen haben, dass wir genau diese Umwelt betrachten können. God can smell, so God gave us this quality. Gott kann riechen und auch er gab uns einen Geruchssinn. Taste, so God gave us this taste, actually. Er schmeckt Dinge und schenkt auch uns den wunderbaren Geschmack. That's why the Bible is saying God created man his own images. Und deswegen sagt die Bibel auch, Gott hat die Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. And value and spirituality, they are one hand and other hand actually. Werte und Geistigkeit gehen Hand in Hand. Sie sind wie zwei Seiten einer Waage. Yes. And between is standing the purpose of life. Und dazwischen befindet sich nur der Zweck des Lebens. Ladies and gentlemen, our life is very limited in time actually. Sehr geehrte Damen und Herren, unser irdisches Leben währt nicht ewig, es ist begrenzt. And we are growing. Und wir wachsen immer noch. But we are growing wrong direction. Aber wir haben die falsche Richtung eingeschlagen. And without a love of God and knowing God, und ohne die Liebe Gottes und ohne dass wir Gott kennen, we cannot destroy this world. And then civilization gonna fall back again. Werden wir eines Tages diese Welt zerstören und die Zivilisation zurück in Urzeiten versetzen? Because we are not growing in spirituality. Denn wir haben es verpasst, uns geistig zu entwickeln. God says, religion time is over. Gott hat gesagt, die Zeit der Religion ist vorbei. So this time God giving direct opportunity to meet God. Und dieses Mal gibt uns Gott direkt die Möglichkeit, ihn zu treffen. And we will come to know another part when I will speak. Und wir werden in einer anderen Vortragsreihe etwas anderes erfahren. What God want
21. Century from us. Darüber werde ich reden, was Gott von uns im 21. Jahrhundert erwartet, was er von uns möchte und was er von uns verlangt. And he's ready to meet us for us. Gott ist bereit, uns von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. And this 21st century is a coming to know as a living relationship to God. Und das 21. Jahrhundert ist so signifikant, weil jeder eine lebendige Beziehung mit unserem Gott aufbauen kann. And God has promised. Und Gott hat es allen versprochen. That in my world there would be no bad luck. Und er hat gesagt, in meiner Welt wird kein Unglück zu Hause sein. There would be no sickness. Es wird keine Krankheiten geben. Mankind will live as a one family. Und die Menschheit wird wie eine Weltfamilie zusammenleben. And they will know my value, und sie werden meinen einzigartigen Wert kennenlernen. Like a family know each other. Genauso wie Familienmitglieder sich gegenseitig kennen. So next time we will begin again from this point when I made God what God said to me. Und das nächste Mal werden wir genau wieder an diesem Punkt ansetzen. Wir werden dort hören, was Gott sagte, als er mich traf. And slowly you come to know the nature of God. Und so werdet ihr langsam und allmählich das Wesen Gottes verstehen lernen. Thank you so much that if you hear this my lecture and if it touch you, then I'm helping you to grow spiritually. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, meinem Vortrag zuzuhören, und ich hoffe, dass es euch so berührt, dass es euch hilft, geistig zu wachsen. Thank you and God bless you. Ich danke euch und Gottes Segen sei mit euch.